Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Andy Clashed. Heute zeige ich euch wieder eine weitere Episode von Dishonored 2. Diesmal, beim letzten Part hatten wir das Maschinenhaus endlich gelöst und Sokolov befreit. Wir sind jetzt zurück auf der Treadful Vale und da geht es weiter. Mal schauen, was als nächstes kommt. Okay, wir sind gerade aufgewacht. Wir öffnen die Tür. Und es ist wieder alles seltsam hier. Ist das der Outsider wieder? Das ist nichts, aber dieses Mal irgendwie anders. Finde einen Weg aus dem Nichts. Dass ich sie hierher holen kann. Der Outsider hat auch mich gezeichnet. Ich vertrieb sie aus ihrem geliebten Tower und tötete ihren Vater. Sie hatten es nicht leicht. Als ich jung war, waren die süße Jessamine und ich wie Schwestern und wir teilten ein Geheimnis. Kaiser Caldwin hatte noch eine Tochter, geboren von einer Küchenmagd. Träume ich? Wenn nicht, wie macht Delilah das? Das ist die Frage. Ich sagte doch ihm, wenn du älter bist, vielleicht nächstes Jahr. Das hast du letztes Jahr auch gesagt. Jessamine ist jünger als ich und jeden Tag am Hof. Jessamine ist... Es ist kompliziert. Du wirst es irgendwann verstehen. Was habe ich getan? Ich werde brav sein, wirklich. Nächstes Jahr versprochen. Spielten Jessamine und ich im Tower. Doch nachts musste ich zurück zu den Bediensteten, zu Kakerlaken und Haferschleim. Mein lieber Kaiservater sagte, wenn ich brav wäre, würde er mich im nächsten Jahr als Prinzessin an den Hof holen. Und dann brach Jessamine eines Tages etwas sehr Wertvolles entzwei und der Meisterspion erwischte uns. Sie beschuldigte mich und er peitschte mich im Gartenhaus blutig. Meine Mutter verlor ihren Posten in der Küche und so mussten wir die Nacht auf der Straße verbringen. Ich habe nichts damit gemacht. Willst du mir sagen, wer es war? Wir haben nur gespielt. Junge Jessamine, was haben Sie ihm gesagt? Sie war's. Die Leider, sie hat's kaputt gemacht. Hätte man nicht einkalkulieren können, dass das nur Kinder waren? Und wie schlimm bitte kann das sein, wenn ein Kind etwas kaputt macht? Das ist doch völlig normal. Irgendwann landeten Mutter und ich im Schuldturm. Jessamine starb schnell durch eine Mörderklinge. Doch Mutter musste lange leiden, nachdem ein Wachmann ihr den Kiefer gebrochen hatte. Nach ihrem Tod warfen sie mich raus. Ich blickte hoch zum Dunwall Tower und schwor Rache. Ich war Waschfrau in einem Bordell und malte nebenbei, bis Anton Sokolov mich als Studentin aufnahm, um es nett zu formulieren. Ich war listenreich, schon bevor der Outsider mich zeichnete und überlebte die schlimmsten Dinge. Und jetzt du. Meine Mutter ist krank. Sie braucht Hilfe. Meine Mutter ist kaputt, als du betteln warst. Sie ist nur noch ein Haufen Knochen, Mädchen. Was? Nein! Ihre Strafe ist abgesessen und sie wird mit den anderen ausgeworfen. Du kannst hier nicht länger bleiben.
zu sagen, ob meine liebe alte Tante die Wahrheit sagt. Das stimmt allerdings. Als ich sah, was sie Anton Sokolov angetan hatten, wollte ich alle bestrafen, die Delilah und den Herzog von Zerkonos beim Staatsstreich unterstützt haben. Sokolov hat Walöl zu einer Waffe gemacht, hat die Seuche besiegt. Und jetzt kann er kaum sprechen. Die Hände, die die mächtigsten Männer und Frauen unserer Zeit gemalt haben, zittern so, dass sie keinen Löffel halten können. Wenn er spricht, wird er mir einen Namen nennen. Für den nächsten Schritt zu Herzog Luca Abele und zu Delilah. Ich brauche nur einen Namen. So, ich glaube, jetzt sind wir richtig aufgewacht. Ich bin bei ihr. Sogar nichts könnte ich mehr tun. Mutter, das war kein Traum, oder? Bin ich an Delilahs Verbitterung schuld? Sie hat das Ganze angezettelt. Dafür wird sie sterben. Unsere Entscheidungen haben Folgen. Meine Zeit geht zu Ende. Schon bald. So, also als nächstes kommt das kaiserliche Konservatorium. Delilah, genau, das haben wir eben gesehen. So viel zum Reiseprotokoll. Ich denke, das ist okay so. Schauen wir uns mal die Kräfte an, weil wir haben 9 Runen. Damit sollten wir auch was anstellen.
Das Interessante beim Schattengang ist halt hier der Rattenschatten, ne? Sehr gut. Aha. Das normale Schiff. Gut, gut. So kennt man es. Inklusive der Ratten. Für einen Mann seines Alters macht Sokolov größere Fortschritte, als ich erwartet hätte. Wie gut, dass sie noch unter uns weilen. Danke für Ihre Hilfe. Sokolov ist nicht der Einzige, der sich schnell erholt. Ich werde bald aufbrechen. Es gibt viel zu tun. Wenn der Herzog nicht gestürzt wird, waren alle meine Mühen hier umsonst. Dann müssen wir zusehen, dass Herzog Luca Abele nicht länger als vorgesehen bleibt. Ja. Kanakas wichtigste Anführer sind nicht fehlerfrei, ja. Nachdem das mit dem Herzog geklärt und die Zeit des Staatsstreichs vorbei ist, könnten sich alle zusammentun und die Dinge verändern. Denken Sie daran, wenn Sie den übrig gebliebenen Leuten des Herzogs gegenüberstehen. Einige haben sich die Suppe selbst eingebrockt, Alexandria. Ja, ich muss verstehen, ja klar. Ist gut. Jindosh wollte, dass ich ihm bei einer komplizierten Sache helfe. Dadurch hätte er seine mechanischen Soldaten zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Schlauer Bursche. Nicht schlau genug. Was haben solche Leute eigentlich immer? Vielleicht einen ruhelosen Geist und ein leeres Herz? Jindosh hätte mich aus Überdruss sofort ausgelöscht. Ich weiß es zu schätzen, dass Emily mich von dort befreit hat. Ich habe nach ihnen gesucht, Anton. Ich hätte sie gefunden. Ich wusste, sie würden es versuchen, Megan. Nur deshalb habe ich bei Jindosh durchgehalten. Jetzt sind sie wieder hier. Bin ich froh. Anton, Sie konnten sich 3 Tage lang ausruhen. Wie kann ich Delilah töten? Er wurde gefoltert. Sein Körper ist voller Blutergüsse. Delilah hat den Thron und mein Vater ist verschwunden. Das ist Anton Sokolov, der größte Geist des Kaiserreichs. Nein, Emily. Megan hat recht. Ich kann Elektrizität von einer Seite des Raumes zur anderen lenken, aber Delilah ist für mich unbegreiflich.
Als ich nach Serkonus kam, wollte ich alles hinter mir lassen. Doch als die Morde begannen, konnte ich es nicht ignorieren. Als Megan und ich die Morde mit dem Herzog in Verbindung brachten, war es zu spät. Der Kronenmeuchler kam zu mir. Sie hielten mich wegen meines Wissens am Leben. Ich habe vieles gesehen. Jindosh hatte eine häufige Besucherin, Brianna Ashworth. Die Verwalterin des kaiserlichen Konservatoriums. Ja, Ashworth ist gefährlich und wie Delilah besessen vom Okkulten. Sie soll an einem Gerät namens Oraculum arbeiten. In ihr steckt mehr, als sie denken. Wenn Ashworth zu Delilah gehört, muss ich sie töten. Wer weiß, wozu dieses Gerät imstande ist oder was sie vorhat. Jindosh wird nie seine mechanische Armee erschaffen. Manchmal erinnere ich mich nicht mehr an das Gesicht meiner Mutter. Aber es könnte Ähnlichkeiten geben. Aus der Erinnerung gemalt. Als ich wissen wollte, was der Herzog von Serkonus plante, tauchte ein Name auf, den ich fast zwei Jahrzehnte lang nicht gehört hatte. Delilah Copperspoon. Wir hatten zusammen gemalt, aber ihre Besessenheit mit dem Okkulten und der Familie Caldwin hatte sie aus meinen Kreisen vertrieben. Ich habe einige ihrer Gemälde gesehen. Wunderschön, aber düster. Sie kannten Delilah? Auf der ganzen Reise mit Ihnen haben Sie nichts davon gesagt? Meine Vergangenheit geht Sie nichts an. Ihnen gehört nicht alles, Kaiserin. Ein anderes Leben. Megan kam für einen Neuanfang nach Karnaka. Ich wohl auch, aber der Herzog von Serkonos hatte andere Pläne. Kommen Sie zum Beiboot, wenn Sie zum Konservatorium aufbrechen wollen. Okay. Schön, dann machen wir uns auf. Ach, nach wie vor immer wieder schön hier. Lesen, dann gucken wir doch mal. Brianna Ashworth ist mein nächstes Ziel. Brianna Ashworth, ich kenne sie nur durch ihren Ruf. Sie wurde in der Aristokratie Dunwalls hineingeboren und ist Bildhauerin und Verwalterin des kaiserlichen Konservatoriums.
in Kanaka, eine von Delias Leutnants. Vielleicht ist ihre engste Vertraute. Sie haben beide Geschmack für Okkultes gefunden. Als Sokolov gefangen gehalten wurde, belauschte er zufällig ein Gespräch, in dem es darum ging, dass unter Ashworths Aufsicht ein Gerät gebaut werden soll. Das Orakulum. Etwas komplizierteres als die mechanische Tötungsmaschine, aber zweifelsohne ebenso gefährlich. Ich denke, ein Abstecher ins kaiserliche Konservatorium nach Feierabend wird mir die Antworten liefern, die ich brauche. Wow, das ist krass. Wir nehmen das Beiboot. Ich will mit der Dreadful Whale nicht näher ran als notwendig. Es gibt einen kleinen Anleger in den Syria-Gärten in der Nähe des Konservatoriums. Dahin kann ich sie bringen. Sind Sie bereit? Oh, natürlich. Ja, gehen wir. Vor dem kaiserlichen Konservatorium ist die Garde. Im Inneren sollten sie auf alles gefasst sein. Ashworth ist von einer ausgewählten Schar umgeben. Sie ist gefährlich. Eines Tages würde ich gern wissen, wie sie Ashworth kennengelernt haben. Das dachte ich mir. Ashworth ist sehr wichtig für Delilah. Das bringt mich auf was anderes. Sie könnten den Jedermannsorden ausnutzen, indem sie Ashworth aus dem Spiel nehmen. Der Vizeaufseher in Kanaka hat Ashworth beobachtet, von einem versteckten Außenposten beim kaiserlichen Konservatorium. Sehen Sie zuerst dort nach, wenn Sie mehr wissen wollen. Wenn sie noch mit Delilah zusammenarbeitet, ist Ashworth eine große Bedrohung. Gut, Megan. Bis bald. Sehr gut. Einen Augenblick. Also den Aufseher. Den Aufseher müssen wir besuchen. Ein Wecker. Ist nicht da. Irgendwas sieht nicht so aus. Öl war. Aber sie wollen nicht hören. Nächstes Mal halte ich meinen Mund. Noch ein Tag wie gestern und ich gebe endgültig auf.
Besser im Nichts als noch ein Tag wie dieser. Mal speichern. Zu, wenn ich Angst habe. Bitte, das sag ich. Ich hab's dir schon 1000 Mal gesagt. Ich bin für das Malwerk nicht zuständig. Manchmal glaube ich, sie stellt sich absichtlich auf. Schnappt sich Leute auf der Straße. Grusel. Was will der? Hoffentlich lässt er mich in Ruhe. Und was ist hier los? Hey du! Komm her! Hey, wartet! Holt ihn ich ein, glaube, Alter. Ihr Kopf ist was wert. Komm schon! Ey, sag Scheiße! Dafür bring ich dich um! Gut! Beenden wir es! So. Hier rein, wir könnten aber auch hoch. Sind die Blutfliegen schlimmer als in den anderen Bezirken? Willkommen! Sie scheinen einen ausgewählten Geschmack zu haben. Willkommen in meinem Laden. Also, ein Bekannter von mir soll sich in einem Büro versteckt haben, mit Blick auf das Kaiserliche Konservatorium. Aha. Können Sie mal nachsehen, falls Sie dort sind? Ich würde es selbst machen, aber die Straßen sind gesperrt. Es springt auch was dabei raus. Ich denke drüber nach. Gefällt Ihnen irgendwas? Willkommen zurück. Bitte, lassen Sie sich Zeit.
Sie werden mit Ihrem Kauf ganz sicher zufrieden sein. Rune kann ich kaufen. 400. Der Bezirk ist so ruhig, seit das Konservatorium geschlossen wurde. Ich habe Pläne zum Verbessern Ihrer Ausrüstung. Tja, mein Freund, ich habe leider kein Geld. War ein Vergnügen, Ihnen zu Diensten zu sein. Eine schöne Überraschung, Sie wiederzusehen. Zwei Stück, sehr gut. Ah, dann nehmen wir doch mal den Eingang. Das Fenster. Jeder muss sterben, klar, aber bitte nicht heute. Martha, Liebste, heirat mich, langweilig nun ohne dich. Jagte Monster auf dem Meere, warf nach ihnen meine Speere. Martha, Liebste, heirat mich. Wer ist da? Langweilig nun ohne dich. Ich glaube, da war was Verdächtiges. Seh mich mal um. Was? Ich kriege dich schon! Ja,
Das muss ausgeschaltet. Das ist das Tor. Wie bitte? Ich habe ihn schon wieder entdeckt. Familie totgestochen. Komplett entstellt. Überall blutfliegen Nester. Grausig.
verflucht! Frag mich, wer das war. Wohl doch nichts. Gott sei Dank. Zieht euch. Ich kann zum Beispiel anfangen. Du bist eh tot. Ich durfte ein paar Tage wieder da sein, sammle weiterhin Informationen über Prana Ashworths Aktivitäten. Trotz des seltsamen Briefes der Ordensschwestern in Lero. Normalerweise veröffentliche sie keine Kundenangaben ohne absolute Gewissheit, aber ich weiß, dass ich wegen Ashworth recht habe. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er eine Bedrohung darstellt. Trotzdem haben die Heuler oberste Priorität. Dieser Konflikt mit Paolo könnte unseren Einfluss in Kanaka auf Jahre hinaus verringern. Deinem Bruder in den Geboten, Vizeaufseher Lion Byrne. Tja, jetzt nicht mehr. Ah, super. Natürlich. Oha, oha, wo bin ich denn jetzt gerade? 1 Kuratorin Schwörs. Das dürfte sein. So. Okay. Interessant. Das ist über die Schwestern, das kann auch noch wichtig werden. Sichert sich aber richtig heftig hier. Ja,
das ist das von dem Plankton, ja. Brianna Ashwell, Verwalterin des Kaiserlichen Konservatoriums. Eine Weile dachte ich, Ashworth hat eine Verbindung zu den Okkulten in Kanaka. Hier geschieht etwas, das ich nicht verstehe. Die Aufseher repräsentieren den Orden. Aber genauso wichtig sind unsere Schwestern des Ordens des Orakels. Ganz offen, ich glaube, an ihrem Orden ist was faul. Subtile Änderungen der Arten ihrer öffentlichen Kundgaben. Beunruhigende Abweichungen von der Tradition. Aber das öffentlich auszusprechen, bringt mir eine Anklage als Ketzer durch meine Rivalen im Orden ein. Hat Ashworth vielleicht den Orden des Orakels infiltriert? Vizeaufseher Byrne denkt also, dass Ashworth den Orden des Orakels beeinflusst. Wenn das stimmt, ist das ein Grund mehr, sie auszuschalten. So, noch was? Wissen wir es gut? Schön. Nochmal speichern. Kurz nachdenken. Ich werde auf die andere Seite, glaube ich, rüber müssen. Das ist ein Rohr, was da oben lang führt. Das sieht doch gut aus. Immer kriege ich die Schicht. So gut bewacht. Ich verwette meinen Sold, das ist die schlimmste. Irgendwann kracht es. Aus der Tür rauszugehen, ist keine gute.
sollte einfach eine Doppelschicht übernehmen. Muss ich mir nicht mehr anhören, wie toll das ist. Das ist genial. Ich muss es nicht wegmachen. Das würde ich jetzt nicht für Birnensaft geben. Kurz nachdenken. A, B, C, D, E und G. H, I, D, J, K, Element, O, P. Q, R, S, T, O, V, W. Eine einzige. X, Y, Z, J, E. Das ist unser ABC. So geht unser Apfelbeet. Ist der unterbelichtet. Immerhin kann er buchstabieren. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr gute Position hier. Und was krieg ich? Eine Socke. Eine sinnlose Socke. Selbst wenn ich heute sterbe, bereue ich nichts. Dann trage mein Gestank selbst nicht mehr.
Wenn du mal einen Brief erhältst, mich sofort in den Parks verlass Kana. Den geben wir jetzt, Blabla. Hexe tot. Thomas. Tja. Wir haben die auch geslayt. Herausgefunden, was da geschehen ist mit Purton und Lieutenant Colbers? Sind wohl weggelaufen, glaube ich. Die hatten bestimmt was miteinander. Nein, sie verschwand einen Tag vor ihm. Und man hat eine Offizierspistole in der Gosse gefunden. Ich glaube, das war was anderes. Vielleicht sind sie ins Konservatorium gegangen. Also, Kanaka verliert Leute. Wir glauben, wir halten alles zusammen. Aber jeder hat Angst vor dem Moment, wenn alles auseinanderfällt.
Das ist gut. Da werde ich definitiv reingehen. Gesundheit, das ist viel wert. Beigekommen. Menge Vorräte, war nichts für uns, oder? Ernst. Ja, vielen Dank für das Geld. Aber mussten sie ihn dafür gleich umbringen? Nee, nicht. Für uns losging, Beatrix? Bist du jetzt so gut für Straßenstaub? Werden wir ja sehen. Hm? Wer hat die Tür aufgemacht? Vielleicht war es nur der Wind.
Das ist ja übel. Outsider-Schrein, was hier? Glaubt man doch nicht, oder? Schau dich an. Du hinterlässt in dieser sterbenden Stadt eine Spur aus Blut. Brianna Ashworth wäre als Mitglied der High Society unglücklich gewesen. Gezwungen, einen Banker zu heiraten. Nur dann wirklich frei, wenn sie sich auf Bällen betrank und heimlich mit Fremden traf. Geendet hätte es mit einer Scheinehe und einem Sprung ins eiskalte Wasser. Doch, kurz bevor ihre Eltern sie verheiraten konnten, vor all den Jahren, fand sie stattdessen Delilah. Danach wurde es ziemlich turbulent und sie schaute nie zurück. Vizeaufseher Byrne ist ein ehrgeiziger Mann, aber glaubt an die Mission des Ordens. Gute Bürger des Reichs vor Leuten wie uns zu beschützen. Tief im Innern wäre er froh, wenn Brianna Ashworths Kopf am Ende auf einem Speer stecken würde. Vielleicht auch deiner.
Ich bin immer wachsam. Klar, sagt er. Aber diesmal meine ich's ernst. Ich bin immer wachsam. Müssen wir das... Ich glaube, ich muss da weiter.
Aber wie ist die Kombination vom Safe? Da muss ich rein. Thank you.
Was faul. Danach werde ich mich so betrinken, aber hallo. Ist da jemand? Was? Frag mich, wer das war. Frag mich, was das wohl war. Ha! Du hast dir jetzt verloren! Du bist so tot! Ah! Sie ist tot! Was war das? Schwierig. Okay, also das ist keine gute Idee, dort unten auf der Straße weiterzukämpfen. Also holen wir uns noch mal schnell hier die Knete. Die Knete Nummer nichts los, aber das brauchen wir erst gar nicht vernichten. Wenn wir nicht weit kommen. Ashworth ist irgendwo im kaiserlichen Konservatorium. Thank you.
Jetzt müssen wir was aus Paldova und wie wir das Ganze hier kriegen. F5, mal speichern. Schauen, ob ich da überkomme. Also ich komme nicht rüber, okay. Komme nicht rüber. Ist ja nun so gewünscht ist. Ich muss irgendwie da rüberkommen, aber wie? Da ist noch was, da war ich noch nicht. Das ging schief, man muss da echt schnell sein. Und aber das ist eine feine Sache. Weil wir kommen auf diesem Wachturm rüber. Und dort damit können wir dann natürlich richtig aufräumen. Also, Vorgehensweise. Verflucht! Wie bitte? Ich sehe doch keine Gespräche. Ah.
hinter einem Gitter. Vielleicht ist ein Tier reingekrochen und verendet. Ja, war richtig gut. Hier muss ich nämlich rein, um den Freund von meinem Schwarzmarktbesitzer hier, den Partner vom Schwarzmarktbesitzer, hier zu gucken, was mit dem ist. Sieht nicht gut aus, aber wir haben von ihm mal den Gefallen, ne? Was für Leder? Gut. Ich glaube, das ist nicht gut. Was man nicht alles isst für Gesundheit. Tja, ich würde sagen, denen hat man einen Besuch abgestattet, weil ich war das ja nicht. Aber davon ab, wir machen mal lieber doch die Türen zu. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Wie kann das denn sein? Die nächste Falle. Das verspricht ja lustig zu werden. Aufpassen auf Fallen. Speichern. Hier bin ich richtig. Also den Gutsten hat man überfallen. Ist wahrscheinlich ermordet und ausgeplündert. Ja. Da sah ich nicht nein. Ich habe einen neuen Auftrag für jemanden mit ihrem Zigarrenkram, dass sie den ausgestellten Rosemary Prototyp beschaffen. Er ist gut, schützt euch, verdoppelt den Finderlohn und bringen sie mir in den Laden. Mhm. Yeah.
sie nicht so gut bekommen. Oh, schau, schau, guck mal. Wo wir hier sind, da gibt es einen Weg darüber. Super Sahne ist das doch. Davon ab. Gab es hier noch einen Plan? Das Bolzen nehmen. Jetzt haben wir schon wieder 12. So. Und das ist der Plan. Aber. Was ist das? 3 ist eingekreist. Okay. Aber mehr steht da nicht, nur eine 3. Geplant, was zu klauen. Ja. Hier bin ich hergekommen. So, jetzt gucken wir doch mal gerade. Missionshinweise. Genau, der Schwarzhändler. Aufseher Verdacht. Oh, liebes Versteck. Der Roseberry-Prototyp ist 3. Okay. Rihanna Ashworth, Verwalterin des Kaiserlichen Konservatoriums. Eine Weile dachte ich, Ashworth hat eine Verbindung zu den Okkulten in Karnaka. Hier geschieht etwas, das ich nicht verstehe. Die Aufseher repräsentieren den Orden. Aber genauso wichtig sind unsere Schwestern des Ordens des Orakels. Ganz offen, ich glaube, an ihrem Orden ist was faul. Subtile Änderungen der Arten ihrer öffentlichen Kundgaben. Beunruhigende Abweichungen von der Tradition. Aber das öffentlich auszusprechen, bringt mir eine Anklage als Ketzer durch meine Rivalen im Orden ein. Hat Ashworth vielleicht den Orden des Orakels infiltriert? Wer weiß, auf jeden Fall haben wir hier eine super Gelegenheit, um da rüber zu laufen. Sind wir, ist die Truppe? Wissen, warum ein Schwert durchs Herz nicht genügte, um unsere neue Kaiserin Delilah zu töten. Sie wollte den Blutdorn erzeugen, aber schafft's nicht. Nach den Versuchen mit den Grabhunden hat sie aufgegeben. Du hättest die komischen Dinger mal sehen sollen. Nur Schnauzen, Zähne und Schwänze. So ist es einfach, liebe Pamelia. Die
Delilah trägt das Aufzeigerzeichen. Und manches, was sie kann, geht auf uns über. Das finde ich nicht fair. Würdest du lieber runde Finger beim Netze weben oder bei der Viehzucht kriegen? Alle Geschenke sind besser, als unter einem Joch zu leben. Das stimmt natürlich. So kann man die Dinge sehen. Aber das hilft Lucinda nicht weiter, in Delilahs Gunst aufzusteigen. Luft ist feucht. Tinktur mag ja gut für Zauber und Ähnliches sein, aber sie sollte auch mal ihre schlechten Zähne damit spülen. Wie viele Tage bis zum nächsten Blutmond? Sehen wir mal. Bin ich vor Langeweile in einem muffigen Büro gestorben. Der nächste Tod wird spannender. Selbst wenn ich heute sterbe. Wie bitte?
Tja, also was die hier draus gemacht haben. Übelst. Dazu brauche ich was Hochprozentiges. Ist das eventuell was? Nein. Nein. Leider nichts. Das ist schlecht. Nichts Hochprozentiges, oder? Ja, schade, da ist aber nichts. Ist gefährlich, deswegen, bevor wir da weitergehen, gehen wir lieber hier weiter. Interessant.
Schluss. Das war mal ein Fight. Nicht zu der Ashworth.
Wenn ich Ashworths Kommunionsapparat manipulieren kann, ist sie machtlos. Das ist ja echt übel, was die mit denen machen. Dann versuche ich jetzt mal. Ach du Schatten, was ist das denn? Prototyp, deswegen haben die auch so drauf aufgepasst.
komme da nicht rein, ne? Ich brauche diesen Schlüssel. Genau. Nee. Da ist er. Schlüssel zum Sicherheitsraum, das war wichtig. Und noch viel wichtiger sind hier. Super. Vielen Dank. Ja, noch mehr Dank. Super. Und so. Ja. Knopf drücke. Danger-Knopf. Muss ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich mache mich erstmal da hoch und sehe, was ich da machen kann. Und ja, liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Und weiter geht's im nächsten Teil hier im Konservatorium. Mal schauen, ja, wie es weitergeht. Spannung ist auf jeden Fall da und die Hexen sind echt nicht vom Pappe. Vielen herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Teil wieder dabei seid, wenn es heißt, euer Anni Clasht. Macht's gut und bis dahin, ciao, ciao.